Na, zu spät. Was? Naja, Sondereinsatz. Nee, wollten wir aber nicht machen. Und damit willkommen zurück zu Far Cry 6. Wir werden erstmal da hinten hin. Reise nach Feroz. Waffenlieferung. Da will ich nicht durch. Finde die Waffenlieferung. Hallo. Die ist doch bestimmt hier drin. Kann man das überhaupt damit kaputt machen? Wo ist die Kiste? Die ist oben. Wie komme ich da hoch? Alter. Kleber. Wo ist jetzt die Waffenlieferung? Rein kann man nicht. Gut, dann muss das nicht hier sein. Ah, hier. Was ist hier? Ich glaube, das ist da drin. Oh ja. Waffenlieferung, wo bist du? Warte mal, da ist ein Pfeil. Das ist richtig gutes Zeug hier. Medizin. Hier ist nichts. Drauf. Okay. Ein Hund? Hallo. Wie kommst du denn hier rein? Juan, ich habe eine Waffenlieferung entdeckt. Amerikanisch. Interesse? Danny, das ist, als würde man Saddam während der Anfalloperation fragen, ob er noch mehr Chemiewaffen braucht. Verdammt, natürlich habe ich Interesse. Da war ein Hund dabei. Hunde sind im Krieg äußerst nützlich, zeigt die Geschichte. Sargento, Stubby, Chips, Nemo. Hat er schon einen Namen? Nein, noch nicht. Warum nicht, Danny? Er hat keine Identität. Gib ihm Namen. Okay, okay.
Wie wär's mit Bum Bum? Perfekt, du musst ihn abrichten, sofort auf die Chorones zu gehen. Ich mag meine Hunde wie meine Kriege. Brutal, unvorhersehbar und mit viel Gerubbel. Ja, ich hab so das Gefühl, Bum Bum hat eine Menge Temperament. Iranische Geschichte abgeschlossen. Okay. Ach, neuer Hund. So, guck mal, wo wir als nächstes hin können. Schnellreise. Musst du hier ein paar Hunde versetzen? Es gibt jede Menge Arbeit. Ach, lass mich mal durch. Weiß nicht, ob du zu den Groupies oder zur Guerilla. Ich hab ein Problem, Guerriero. Der Drecksack Paolo sagt, von Yara runterzukommen, hätte oberste Priorität. Der will abhauen, während wir echte Probleme haben. Ich hab gehört, unser Freund Matthias ist in Marquesas Akademie für wahre Yarana. Er ist Arzt, aber die haben ihm die Lizenz entzogen, weil er uns geholfen hat. Als ob es ein Verbrechen wäre, jemandem zu helfen, der kein wahrer Yarana ist. Und jetzt picken sie ihm das Hirn, bis er Castillo hinterherhechelt. Ich muss es wissen. Die haben diese Gehirnwäsche-Scheiße auch bei mir versucht. Paolo wird nicht riskieren, Matthias zu retten, bis sich die Lage beruhigt hat. Aber du schon, oder? Ja. Matthias ist ein verdammter Heiliger. Lass nicht zu, dass Marquesa ihn bricht. 1900 Meter. Ist Paolo wieder beschäftigt? Schickt er dich, damit du mir hilfst? Dann würde ich sagen, sehen wir uns da wieder. So, wir haben einen Kontrollpunkt erreicht. Da will ich erstmal alle ausschalten. Scheiße, Kontrollpunkt. Heute kommt keine Verstärkung, ihr Säcke. Schlüssel. Bisschen Schießpulver. Muss ich denn hier Kapusch machen, damit es übernommen wird? Das Ding. Kontrollpunkt erobert und jetzt gehen wir mal zurück zum Auto. So,
doch schon da. Das war nicht beabsichtigt. Ich bin bei der Akademie, Talia. Offenbar haben die Insassen sie übernommen. Scheiße, ja! Das macht es uns einfach! Du hörst mir nicht zu. Das Militär ist hier. Wir wirklich einen Kampf ausbrechen. Dann geh da rein und hol Matthias raus, bevor die Armee das Gebäude stürmt. Für sowas ist die Guerilla doch da. Gebt auf, solange ihr noch könnt. Gehen wir mal hoch. Schießt euch eure Knarren in den Arsch und verpisst euch! Seite. Die Akademie für wahre Jaraner gehört dem Staat. Doch nicht. Ich will mit Maria Marquesa reden und sie muss nackt sein. Ach, hier runter. Hallo. Ihr seid ein Schön festet drauf, aber durch den Dienst für Jahre. Das ist kein Spiel, ich hole den Puta. Unglaublich, dass Tanja das alles durchgemacht hat. Noch höher. Mach mal die Musik hier aus. Bringen wir mal die ersten um hier. Sind die ganzen Kisten hier. Ah, da musste ich rein. Bist du Matthias? Du siehst nicht aus wie ein Doktor. Schreit der Kittel denn nicht gerade zum Mediziner? Talia schickt mich, um dich rauszuholen. Fantastisch. Das Problem? Wenn ich die Arterie loslasse, stirbt er. Ich brauche ein Traumakit. Die Sachen werden in der Apotheke im anderen Gebäude gelagert. Ich werde alles holen. Rapido, por favor! Also dann holen wir das mal, ne? Kisten hole ich dann später. Das
ist eine Waffenkiste. Verwandler. Ich glaube, das ist auch ein guter Weg hier. Naja, über die Brücke wäre einfacher gewesen. Wäre nicht einfacher gewesen. Vorne stehen die Resten Flammenwerfer. Zwei Flammenwerfer. Das sind alle? Mich nicht gesehen. Geh da wieder hoch, dann gehe ich hier rein. Hund. Ah, zu spät. Okay, das muss ich ein bisschen langsamer angehen. Jetzt bin ich hier immer noch drin. Ah. Hallo? Ist noch einer. Kommst du noch raus? Oh. Alter. Na, was mach ich da? Aua.
gehen wir jetzt mal in die Richtung gleich rein. Kann man nicht rein. Okay. Dann nicht. Gehen wir jetzt mal den direkten Weg. Vorsicht, Flammenwerfer. Das waren, glaube ich, alle. Aua. Ich wollte das eigentlich sneaky machen. Das war nix. Ich dachte, das wäre nur die eine Stolperfalle. Keine Sorge. Hier muss ich gut drauf achten. So, jetzt hol ich mal die Kisten hier unten. Halte durch. Die Schmerzmittel sind schon auf dem Weg. Hier drin? War das. Ihr könnt mich mal da vorne. Was für Munition hatten das? Ah, nicht gegen der Panzerte. Flammenwerfer. Zwei Flammenwerfer. So, ich habe alle markiert. Na, außen. Das war's flawless, sag ich mal. AKM. Matthias, ich hab dein Kit. Dann komm schnell wieder zurück. Die Soldados kommen. Bin unterwegs. Schärfen.
Jetzt muss ich wieder außen rum, oder? Nicht schon wieder durch Feuer. Jetzt muss ich da irgendwie hoch. Ah, da. Schnell. Das Traumakett. Gracias. Ich muss ihn stabilisieren, Danny. Halt mir die Soldados vom Leib. Diese Schweine kriegen Verstärkung! Das ist niemand von euch. Das war noch mehr! Wo sind sie? Da. Oh. Na, wo rennst du hin? Oh. Darf ich jetzt Feuer laufen? Bist du fertig? Ich brauche mehr Zeit. Scheiße. Wir haben die Barrikaden. Eine enge Kiste. Was? Die Hintertür tauschen! Ich wollte eigentlich auf ihn drauf springen. Von da hinten. Ach Mann. Komm rein. What the fuck? Auf der Westseite! Haltet ihr auf! Scheiße, ich dachte nicht, dass ich hier reinkomme. Ja, schießt nur weiter. Ja.
Wie viele kommen denn da? Was? Das ist natürlich kacke. Da drin ist keiner gut. Raketenwerfer wäre nice. Schütze, ne? Zwei Helis oder was? Und keine Geschütze? Der Heli muss weg. Oh, Scheiße. Das habe ich verkackt. Rennen.
den einen Kollegen am Geschütz abkillen. Munition. Schießt er hier rein, ey? Ein Panzer. What the fuck? Ja, Metall, ich brauch Munition. Das Einzige, was mich da nervt, ist der Heli. Renn! Wie viel Leben hat denn der noch? Kann ich den da raussnipen? Nein. Warum bin ich eigentlich so doof? Der Panzer ist aber noch da. Matthias, ich habe mich um die Soldaten gekümmert. Und ich habe mich um meinen Patienten gekümmert. Komm zu mir. Das war gut. Danny von Libertad. Hast du Erfahrung? Ohne Schmerzmittel? Hilf mir mal. Nur Variaraner kriegen ordentliche medizinische Versorgung. Den Rest mache ich. Als ich Paolo operiert habe, gab es kein Narkosemittel. Mein Kontakt lieferte nicht. Und trotzdem hat Paolo nicht gezuckt. Scheiße. Willkommen in Castillos Paradies. Sag den Turteltäubchen, ich helfe, sobald ich Antibiotika für unseren Freund habe. Er überlebt. Dank dir. Thalia, ich habe Matthias rausgeholt. Gracias. Und Paolo wird dir ebenfalls danken, wenn er davon hört. Du bist einer von den Guten, Danny. Es gibt eine Menge guter Leute bei Libertad. Ich glaube, du würdest da prima reinpassen. Okay, nicht so schnell, Danny. Wenn wir noch mehr Ketten sprengen und Marquesa und Castillo zeigen, dass wir uns nicht unterdrücken lassen, ziehe ich vielleicht Libertad in Erwägung. Vielleicht. Eine Chance, den Löwen in seine Höhle zu erschlagen. Komm zu mir nach Esperanza. Ich schicke dir ein Mädchen, das den Verschluss. Wenn du zu dem Guerrero kommst, die Sache schiebt, frag nach der Nachricht. Tschüss. Gut, Clara. Ich bin unterwegs. Ja, ich dachte, ich könnte meine Kette machen, aber die ist alle dann weggelaufen, während ich gekillt habe. So. Mit Clara treffen, das machen wir aber dann beim nächsten Mal. Das ist ja auch noch 1,5 Kilometer entfernt. Bis dahin, haut rein.